Hallo Leute, da ist wieder Mario aus dem wunderschönen Thailand. Wir befinden uns heute hier draußen, ein bisschen außerhalb von Cham, schöne Gegend, und besuchen so ein kleines Café, das es zwar schon etwas länger gibt, aber es war auch eine längere Zeit geschlossen gewesen und hat jetzt wieder geöffnet. Ihr werdet gleich den Ausblick sehen, auf jeden Fall eine wunderschöne, ja, oder ein schönes Örtchen, wo man sich einen Kaffee gönnen kann, wenn man hier in Cham in der Region ist. Natürlich gibt es hier nicht nur Kaffee, sondern auch was zu essen. Ich denke, wir schauen uns das Ganze mal an. Günni ist auch mit dabei, er ist drin, hat sich schon mal gemütlich gemacht. Und ja, gucken wir uns mal das schöne Örtchen an. Der Name des Restaurants ist, glaube ich, auf Thailändisch angeschrieben. Mal gucken, ob ob es noch irgendwo auf Englisch, aber ich werde euch die Umgebung zeigen, das ist eigentlich relativ einfach zu finden. Ja, kurz zur Örtlichkeit, hier unten im Zentrum, also da unten ist Cham am Zentrum, da vorne hinter Günni, das werdet ihr nachher noch sehen, ist der Sleeping Giant, das ist so eine Bergformation hier in Cham, die ist bei den Leuten bekannt. Und dann hier etwas links, wenn man von Cham rausfährt, dann befindet sich dieses Restaurant. Man braucht hier aber von der Umfahrungsstraße oben, muss man da runterfahren oder halt eben von Cham. Aber ja, ich glaube, man kann es kaum übersehen. So heißt das Restaurant, Food and Drinks gibt es hier. Mal schnell noch die hintere Seite angucken, bevor wir reingehen. Sehr modern. Auch die Musik werdet ihr gleich hören drin, ist so sehr chillig, entspannte Musik. Ich muss auch gucken, dass ich nicht allzu laut bin, so ich will ja die Leute auch nicht stören. Hier so der Toilettenbereich. Und schön hier ist natürlich, wenn das Gras dann oder die Reisfelder saftig grün sind, was aktuell nicht der Fall ist. Dass wir vielleicht mal ein Update dann machen in ein paar Monaten, wenn es dann hier wieder etwas grüner ist. Aber wir sind da dran vorbeigefahren und haben gedacht, komm, wenn wir schon da sind, dann gehen wir mal rein. Die haben ein bisschen umgebaut. Und so schaut das hier drinnen aus. Ich denke, vielleicht abends hat es Leute, die hier drin sitzen, aber eigentlich so das Highlight ist hier hinten draußen. Es ist relativ klein, aber trotzdem gemütlich. Eigentlich auch eine super Idee für Leute, die mal selber sowas machen wollen, was irgendwie auf dem Land leben. Braucht eigentlich nicht viel. Hier so ein bisschen das Grünzeugs. Da haben sie so die Empfehlungen. Was ein bisschen schade ist, ist, dass alles auf Thailändisch oder fast alles auf Thailändisch angeschrieben ist. Hier haben wir es auch auf Englisch. Ich muss nachher nochmals kurz in die Menükarte schauen. Interessant sind halt auch solche Dinge. Vermicell. Hä? Nee, das ist nicht dasselbe, was ich meine. Vermicell mit gegrilltem Schwein. Vermicell ist eigentlich bei mir eher so ein Nachtisch. Milchkaffee, Frappe. Ich habe jetzt mal einen normalen Kaffee genommen. Hier haben sie noch so ein bisschen Kuchen zur Auswahl. Aber vor allem die Fotos. Wir werden hier nachher auch noch was essen. Wahrscheinlich, ist doch nicht ganz sicher, aber auch das Essen schaut sehr lecker aus und auch preislich absolut in Ordnung, wenn man so schaut hier. Dann Reisgericht mit Schwein 69 Baht, mit Garnelen 89, und hier vor allem die Kaffees, die schauen sehr lecker aus, wenn man hier schaut, da die verschiedensten Variationen. Ja, also gehen wir mal kurz da raus und schauen hier. Wie gesagt, Günni ist schon da. Wenn man hier reinkommt, hast du da vorne, da unten kannst du so ein Kissen nehmen. Aber Günni hat da eigentlich doch ja zwei genommen. Oh, Kaffee ist schon da. Günni hat noch nicht gekostet, hä? Nein, noch nicht. Kaffee schaut echt gut aus. Und so ist hier der Ausblick.
Was ist halt zu feiern? Da werden wir jetzt gleich reinhüpfen. Boah, dieses Netz. Ein bisschen komisch ist es schon. Ich hoffe, das hält mein Gewicht. Es muss stabil sein, oder? Unten hat es noch so ein Safety-Netz, ein Auffangnetz. Ich gehe mal auf die Seite, vielleicht sieht man es dann. Aber das ist nicht mehr so ganz, das ist schon defekt. Das Safety-Netz da unten. Also wenn ich hier durchbreche, dann liege ich wahrscheinlich am Boden. Aber das ist schon geil. Oh, da kannst du den ganzen Tag chillen hier und Kaffee trinken, ne? Günni. Servus, Chef. Sowas noch im Garten. Günni, wenn ich eine Plattform baue in meinem Garten, dann mache ich das rein. Definitiv. Extra stark. Ja. Hey, stell dich mal vor, wenn du da liegst, so in diesem Netz, unten hast Luft, bei mir im Garten, und oben hast einen Sprinkler. Ja. Weißt du, wo so ein bisschen Wasser runterkommt? Hey, wie geil ist denn das? Das ist der Kaffee und der Tee. Hä? Nee, ist schon gut, ich komme nachher wieder hoch. Hey, das ist ja super. Ja, gute Idee. Das wäre eine super Idee, hä? Absolut. Die Idee der Ideen. Heute ist der Tag der Ideen. So schaut das hier aus. Da vorne ist der Sleeping Giant. Vielleicht erkennt man ihn sogar, es ist nicht der beste Winkel, aber wenn man so mit, ja, okay, doch, man erkennt es von hier auch so einigermaßen. Wenn du hier schaust, von da drüben sieht man es natürlich viel besser, wenn du von dort drauf schaust. Aber hier, du hast da den Kopf, das ist die Nase hier, das ist der Bauch und dann da unten sind die Beine. Der schlafende Gigant. Ja, also man muss das wirklich mal von dort drüben gesehen haben. Das schaut wirklich aus wie jemand, der dort schläft. Ist so ein bisschen Aberglaube oder keine Ahnung. Aber hier in Charm ist das bekannt als der Sleeping Giant. Gut, gehen wir noch schnell den Kaffee kosten. Ist okay. Ist er gut? Günni sagt, er ist gut. Guter Kaffee. Ja, wenn jetzt der Kaffee noch schmeckt, dann. Ist okay, sehr oder? Gut, ja. Genau mein Geschmack. Für mich, ich habe das Gefühl, er ist nicht so stark, was für mich super ist. Ich habe es schon oft gesagt, ich mag lieber Kaffee, der nicht zu stark ist. Dann kannst du 2 bis 3 am Tag trinken, als so eine richtige Bombe. Der andere da, wie heißt das Hotel mit dem Coffee Today, wo wir letztens mal waren. Coffee Today, ja. Ein Kaffee dort, hast Herzinfarkt, der ist so stark. Ja, ich mag das aber. Oh, okay. Ah ja, der ist super. Echt super hier. Ja. So, das war so ein kleiner Besuch hier, oder eine kleine Empfehlung. Von diesem kleinen Restaurant, ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Thailändisch ist es angeschrieben. Dann verabschiede ich mich für heute. Bleibt gesund. Grüße aus Thailand.